Hallo und herzlich willkommen heute zur ersten richtigen offiziellen Folge angezockt von Evolve 2 oder Stage 2, so wie es ganz richtig heißt. Warum Evolve? Ich habe vor kurzem einen Kommentar gesehen, dass er gesagt hat, hey, Alcaramba, dein angezockt mögen ja ganz cool sein, aber mach doch mal Free-to-Play. Und das ist jetzt das Schöne, Evolve ist jetzt ein Free-to-Play-Titel. Eigentlich ein Vollpreistitel gewesen, wurde jetzt auf ein Free-to-Play-Modell umgestellt. Deswegen gibt es jetzt hier auch so einen Shop, wo man dann ganz entspannt shoppen kann. Und in dem Fall, dadurch, dass ich es damals gekauft hatte, gab es für mich schon einiges so gesehen rein. Deswegen sieht man hier gekauft. Da hat man dann die Charaktere. Es gibt natürlich auch Skins, die man kaufen kann. Es gibt auch Jäger-Skins. Also da kann man sich noch ein bisschen austoben. Finde ich eigentlich eine ganz coole Idee. Und das Schöne ist, es belebt das Spiel auch wieder. Weil Wolf war wirklich, so kann man sagen, tot. Und jetzt ist es wieder alive. Und jetzt würde ich sagen, springen wir mal in eine Runde rein. In dem Fall, ihr seht, ich bin Level 2, also noch ziemlich am Anfang. Und man kann auch hier sagen, welche Rolle will man denn am liebsten spielen? Support, Trapper, Assault, Medic und Monster. Bei mir sind Support und Trapper so meine Lieblinge, dann kommt Assault. Medic ist auch noch gut zum Spielen. Und Monster ist so das, was ich am wenigsten mag. Ich bin lieber der Jäger als der Gejagte, gebe ich ganz ehrlich zu. Da fühle ich mich in der Rolle einfach wohler. Dauert natürlich immer noch eine gewisse Zeit, bis man genug Leute hat, ganz klar. Da haben wir schon Spieler gefunden, einer fehlt noch. Also dieses Spiel ist jetzt auch, wie gesagt, für einen Free-to-Play gefühlt eher ungewohnt, weil es hat eine sehr geile Grafik, es hat ein geiles Gameplay. Also es ist leider echt ein bisschen schade, dass das Spiel so unerfolgreich war, aber jetzt umso schöner, wenn man da jetzt sagen kann, okay, jetzt kann man es richtig spielen, weil jetzt auch einfach die Leute dafür da sind. So. Und jetzt bekommen wir unsere Möglichkeiten. Ich kann hier die Schienenkanone, Schadenverstärker, Staubmarkierung, Schildstoß. Jeder hat einen Schildstoß. Oder ansonsten, das ist so der Hank, der war der erste, den es gab. Und ich habe jetzt einfach mal Bock, dir den Tech Sergeant Hank zu nehmen. Mit der Laserkanone, den Orbitalpower, einen Schildstoß. Das könnte lustig sein. Waffenskin. Nehmen wir doch die Unendlichkeit. Ja. So, und jetzt kann ich hier noch welche Fertigkeit nehmen. Bewegungsgeschwindigkeit ist immer gut. Auch das ist sehr fein. Und was haben wir hier noch? Nachladegeschwindigkeit ist immer gut. Jetpack, Jetpack, Landegeschwindigkeit, Bewegungsgeschwindigkeit. Ja, da muss ich sagen, da bin ich hier gerne schnell zu Fuß unterwegs. Also, hier sind schon mal ganz klar, was uns so auszeichnet. Jetzt fehlt uns noch unser Medic und unser Monster. Das sind natürlich eigentlich der Hauptakteur der Runde. Kann man also jetzt auch ganz einfach sich auf Steam runterladen? Da ist der Medic schon mal da. Und jetzt nur noch das Monster, das fehlt. Der Homer und Bart 007, da ist alles im Nick von James Bond bis Simpsons drin enthalten. 30 Sekunden hat er noch. Wie gesagt, das sieht er, man kann ja viele Sachen nehmen, also das braucht auch immer einfach ein bisschen Zeit. Die Stimmung und die Laune werden natürlich etwas höher, je länger man wartet. 10 Sekunden noch. So, eine Sekunde und jetzt gibt es ein Monster. Okay, unser Monster haben wir auch. Schaut hübsch aus, wie eh und je. Und hier oben, man sieht auch hier diese Credits, diese 5086. Das ist, was ihr spielt und wo ihr dann im Shop einkaufen könnt. Auch da bekommt man nach jeder Runde dementsprechend Punkte oder eben nicht. Und da sehen wir, was können wir denn? Sieht man auch nochmal, wenn man Escape drückt in der Runde. Also wenn man jetzt selbst dann immer sich so ein bisschen unklar ist, so, was mache ich denn jetzt nochmal? Einfach nochmal kurz Escape drücken, dann seht ihr, was könnt ihr, was kann euer Charakter. Und dann passt es. So. Er spielt den Geist. Das ist
Der Monstername gegen unser Team, die Jäger. Und jetzt ist man hier nochmal im Flugzeug so ein bisschen, kriegt noch so ein Mini-Intro, kann man sagen. Und hier kann man nochmal sehen, was können wir eigentlich? Wir haben eine Laserkanone, der einen Laserstrahl abschießt, Schildauflader, dass man den Kameraden kurzzeitig Schild geben, Orbitalbohrer, einen mächtigen Laserstrahl an der Gegner in der Nähe verfolgt und ihnen Schaden zufügt. Monster werden natürlich gegenüber Tieren bevorzugt und Schildstoß aktivieren, um Verbündeten in der Nähe einen kleinen Schild zu verleihen, der nicht verfällt. Das heißt, den Schildauflader sollte man natürlich auf den Assault geben, den Schildstoß, der ist dann für alle da. Und jetzt geht es hier auch schon runter in die Arena, so gesehen. Und da muss man jetzt gleich mal schauen, wo ist sein Team. Und hier sieht man jetzt nochmal den Schildauflader. Und das, was ich jetzt gemacht habe, hat dann Schild für jeden. So, jeden hier ein bisschen da klar machen. Aber auch der ist irgendwann mal leer, so wie jetzt. Und das ist meine Waffe. Eigentlich ganz geil. Braucht man auch nicht nachladen. Sondern das geht einfach so. Und hier einen kleinen Boost, dass man hier schneller zum Gegner vorankommt. Beziehungsweise zum vermeintlichen Gegner. Wir haben ja unser Jetpack und dementsprechend gibt es da diese Möglichkeit, da hier ein bisschen nach vorne zu kommen und zu sprinten. Eigentlich müsste unser Trapper sagen, da geht's lang Richtung Monster. Aber bisher haben wir noch keinerlei Plan. Aber hier diese fleischfressende Pflanze, die wollte schon unseren Mate hier einspannen. Wir finden das Monster so gar nicht bis dato. Und der Trapper, der sollte eigentlich das Ding finden. Aber wir sind komplett planlos. Jetzt gehen wir hier schon. Aber aktuell keine Ahnung. Wirklich kein Plan. Ich würde sagen eher Richtung Osten. Aber er scheucht auch keinerlei Monster oder Vögel auf. Also es ist ein gutes Monster scheinbar. Was es leider für uns nicht leichter machen wird. Und da ist schon der Geist. Oh, jetzt müssen wir da schauen, dass er... Leider ist der Geist natürlich der, der am wenigsten dafür anfällig ist... Ja. Werde ich erstmal hier gucken, dass wir die Jungs zum Leben kommen. Schnell nochmal ein Schild gegeben. Schnell heilen, beziehungsweise wiederbeleben. Auch der ist wieder am Start. Homer und Bart rennt hier weg. Und jetzt wird er getrappt. Ganz wichtig, dass der hier nicht mehr wegkommt. Und hier erstmal allen Jungs wieder ein Schild geben. Das schaut sehr gut aus.
Jetzt haut's Monster auch ab. Und jetzt schnell nachsetzen, dass er hier gar keine Zeit erstmal mehr hat. Jetzt hat er mich. Lieber schild ich jetzt nochmal. Und jetzt hier. Jetzt haut er ab. Jetzt will er unbedingt weg von uns. Ist ja natürlich nachvollziehbar, dass er jetzt keinen Bock mehr hat. Wir haben ihn auch schon gut was gekostet. Der war doch da. Habe ich es jetzt falsch gesehen, oder was? Kein Treibstoff mehr. Jetzt muss ich natürlich hier erstmal ein bisschen normal laufen. So. Monster ist gefangen. Nur wo? Da nicht. Da ist er. So, jetzt hier nochmal ein bisschen Schaden draufklopfen. Jetzt braucht er hier Schild. Und jetzt hier ist meine Fähigkeit ganz super im Ziel angekommen. Jetzt müssen wir Schaden drauf machen. Jetzt bin ich auch leider zerstört. Das könnt ihr auf dem Landungsschiff respawnen. Das muss ich auch schnell machen. Weil hier, das klappt sonst nicht mehr. Der nimmt uns da jetzt alle auseinander. 1:10. Wenn der jetzt hier stirbt, dann war es das leider für uns. Aber auch das Monster scheinbar gerade nicht so aktiv dran zu sein, hier das zu entscheiden. Noch 50 Sekunden. Sein Schild ist wieder aktiv. So, jetzt hat er den nochmal gefangen. 40 Sekunden. Aber er hat kaum Hitpoints. Ah, da hat das Monster die Jagd gewonnen. Und wir haben gesehen, es hat lange Zeit eigentlich sehr gut im Kampf ausgeschaut. Aber dann plötzlich hat es dann nicht mehr sein sollen. Und das Monster hat es verdient. So muss man es einfach ganz klar sagen. Nach Hause gebracht. So, jetzt sieht man, was man Schaden gemacht hat. Orbitalbohrer, verteilte Schilde. Also es gibt hier nochmal eine kleine Auswertung, eine Belohnung, ein Emblem und natürlich ein Silber, was ich verdient habe. So ist das Spiel und ich glaube, es hat sehr viel Potenzial. Ich werde es wahrscheinlich öfters jetzt mal wieder anschauen. Das heißt, lasst mir doch mal einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat oder auch einen Kommentar. Sagt mir, was ihr meint. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.